Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Und wir sind beim grünen Frieden und tatsächlich, endlich herrscht auch mal Frieden seit langer, langer Zeit. Aber wie wir den grünen Frieden und auch unsere Nachbarn kennen, ist das eher eine kurze Phase. Dennoch müssen wir jetzt diese Phase mal nutzen, um hier mal wirklich aufzuräumen, zu sortieren, neu zu planen, die ganzen zivilen Angelegenheiten wieder in Ordnung bringen. Was jetzt die Rahmenbedingungen setzt, sind im Prinzip die Friedensverträge mit unseren Nachbarn, unseren Konkurrenten. Da haben wir einmal die Inaris und die Zukarkan, mit denen wir, glaube ich, wir sehen das hier bis 94, also noch 5 Jahre einen Friedensvertrag haben. Und wir haben den Rat der Lagenchutz, mit denen wir jetzt 10 Jahre einen Friedensvertrag haben. Das ist sozusagen die Zeit, in der wir wieder sehr, sehr stark werden müssen. Also unsere Flottenkapazität, unsere Flottenstärke derzeit ist ja erbärmlich. Unsere Kapazität ist gut, aber die Stärke ist eine Katastrophe. Also wir müssen sehr schnell sehr viel aufrüsten. Das hat ein paar Konsequenzen, zu denen wir gleich kommen. Aber natürlich müssen wir auch anderweitig irgendwie stärker werden. Und zwar sollten wir möglichst schnell die Janati-Planeten, denke ich, erobern und dann uns an das Aufräumen hier gewissermaßen dieses Gebietes der Anbitten machen. Ich denke, die Fafosan lassen wir noch in Ruhe. Das wird, glaube ich, ein harter Kampf. Und dann ist wieder die Frage, fallen sie uns hier in den Rücken, unseren Nachbarn? Also ich würde lieber folgenden mittelfristigen Plan einlegen. Zuerst die Janati, dann die Anbitten, dann in der Hoffnung, dass wir in 5 Jahren so weit sind, dass die Inari uns nicht angreifen werden, das Zuckerkan-Mandat, noch weiter so stark werden, dass wir vielleicht in 10 Jahren selbst aktiv hier das Tumbatorn-Kammernwerf und den Rat der Langen Trutz angreifen können und hier gewissermaßen Rache nehmen. Ich glaube nicht, dass wir in 5 Jahren so weit sind, es mit beiden hier aufnehmen zu können, den Inari und den Zuckerkan. Das müssen wir mal sehen. Also ich hoffe aber zumindest, dass wir stark genug sind, dass sie uns nicht wagen anzugreifen. Das ist die Herausforderung. Okay, als erstes würde ich gerne mal Folgendes machen. Ich würde bei den Sektoren mal ein bisschen aufräumen. Wir haben hier Harmonia und hier ein ganz kleiner Arcadia-Sektor. Das ist, glaube ich, unsinnig. Wir können auch mal die Fraktion hier ausblenden. Ich weiß gar nicht, gibt es eigentlich Vorteile, viele kleine Sektoren zu haben? Meines Erachtens nicht, weil man muss dann ja auch viele Gouverneure haben, wenn man das optimieren will. Insofern werden wir das jetzt auch mal ein bisschen reduzieren. Also wir werden jetzt Harmonia ausdehnen auf diesen Bereich und damit Arcadia gewissermaßen auflösen. Hier ist noch ein Planet dazugekommen und oder ein Bereich. Ein System und Lesat setzen wir da auch noch rauf. Okay, das hätten wir. Dann diesen hier, Gamos. Ne, das ist der Nebel, ne? Wie heißt denn der Sektor? Ich glaube, der heißt irgendwie Multixia ist das, glaube ich, ne? Ja, da werden wir dann Kiram noch hinzufügen. Das lassen wir mal. Da haben wir unseren Planeten. Das ist also auch in Ordnung. Dann bin ich fast geneigt, diesen Sektor hier ebenso aufzulösen und ihn in den großen Illusion-Sektor hier einzugliedern. Ich glaube, das machen wir auch mal. So. Okay, komplett. Rein damit. Gut. Dann haben wir hier ein bisschen aufgeräumt und haben jetzt nur noch 6 Sektoren. Wir haben jetzt sehr, sehr viel Einfluss. Das heißt, wir sollten eigentlich in der Lage sein, jetzt mal, was wir jetzt lange nicht gemacht haben, für jeden Sektor eigentlich einen Gouverneur zuzuteilen. Und wir können mal überlegen, ob es eigentlich noch sinnvoll ist, hier so einen starken Forschungsfokus zu setzen. Wir sind ja doch jetzt in einer Situation, wo wir sehr, sehr viel schon erforscht haben, wo, glaube ich, der Unterschied zwischen den Reichen nicht mehr so sehr in der Forschung liegt, sondern vielleicht eher dann doch in der Quantität am Ende. Deswegen tendiere ich jetzt dazu, wir müssen mal gucken, was unser absolut forschungsstärkster Sektor ist. Das ist der. Ich glaube, den Illusion-Sektor lassen wir dann mal. Wobei der natürlich auch im Energiebereich gut ist, muss man sagen. Aber ich denke, hier gehen wir mal auf Mineralien im Atlantis-Sektor.
So, Harmonia ist militärischer Fokus noch immer. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll noch ist. Jetzt sind wir doch ja so weit, dass wir uns, glaube ich, auch, na zumindest wenn wir unsere Flotte aufgebaut haben, gegen die Phaphosan ganz gut wehren können. Ich glaube, wir ändern den auch in industriellen Fokus. Hier Multixia. Hier haben wir nochmal zwei. Der Janati-Sektor, der ist so klein, da ist es auch egal. Dann nehmen wir auch Industrie. Und hier nehmen wir mal abwechslungshalber finanziell. Kitadaul ist sowieso auf Industrie getrimmt. Das ist gut. So, hier gibt es aber Energieprobleme. Da werden wir mal ein bisschen was reinpushen. Das ist gut. Soweit dazu. Jetzt gucken wir mal, was wir für Anführer finden. So, wir rekrutieren. Wir haben Rekrutierungskosten, das ist eher lästig. Baukosten, naja. Lebensdauer ist immer in Ordnung. Baukosten, Armeen. Wisst ihr was? Niyang, Gouverneur Niyang. Den würde ich vielleicht als Planetengouverneur einsetzen wollen, da wo wir unsere Gensoldaten herstellen. Das will ich jetzt mal kurz unterbrechen. Wo haben wir das denn? Hier, Kalypso, genau. Kalypso. Das wäre doch super. Sehr schön. So, Baudauer plus 20% heißt hoffentlich, dass es schneller geht, ne? Sonst wäre das nicht grün, ja. So ist das ja immer gemacht. Gut, also weiter mit den Sektoren, also Atlantis, Gouverneure. So, was haben wir jetzt hier? Lebensdauer, nur Lebensdauer, dann nehme ich die Lebensdauer, Leute. Ist in Ordnung. Können Sie schön Erfahrung sammeln, Multixia rekrutieren. Was haben wir da? Da haben wir Sklaverei-Bonus, brauche ich nicht. Dann nehme ich auch hier Lebensdauer. Janati, das ist der ganz kleine Sektor hier unten. Den wir möglicherweise auch bald. Wisst ihr was? Da brauche ich gar keinen. Das lassen wir mal. Den werden wir bald auch wieder auflösen. Kitadul-Sektor. Hier nehmen wir aber einen. Und was ist da jetzt neu hinzugekommen? Architektonisches Interesse. Ja, okay. Ist rekrutiert. Gut. Janati wollten wir offen lassen. Okay, dann haben wir die Sektoren. Sache erstmal geklärt. Planeten brauchen wir mehr nicht. Gut, soweit dazu. Dann habe ich mir überlegt, dass wir, also 5 Jahre und 10 Jahre ist ja wirklich keine allzu lange Zeit, muss man mal der Ehrlichkeit halber sagen. Deshalb müssen wir, glaube ich, hier bei unserer Produktion an den Schiffen mehr Raumhäfen haben, die Schiffe produzieren, so dass wir eigentlich komplett also 2 mal 4 Raumhäfen haben, die alle Typen produzieren können. Deswegen habe ich hier schon mal 2 weitere vorbereitet, die dann zukünftig Kreuzer und Schlachtschiffe bauen können. Und wir müssen überhaupt jetzt mal zusehen, dass wir weiter die Raumhäfen ausbauen. Das wird jetzt eine ständige Aufgabe. Genau. Können wir hier schon. Nee. Warte mal, können wir hier schon die Werft. Nee, die Zerstörerwerft ist noch nicht möglich. Dann müssen wir auch hier weitermachen. So, hier ist das soweit in Ordnung. Die bauen auch, das ist gut. Aber hier muss natürlich weitergebaut werden an der Raumhafenverbesserung. Das ist jetzt sehr kleinteilig. Hier werden wir auch gleich mal weitere Zerstörer in Auftrag geben. Und hier weitere Korvetten. Und hier müssen wir ausbauen. Wäre auch schön, wenn man hier schon die nächsten Stufen mit in Auftrag geben könnte, aber es ist leider nicht möglich. Gut, das haben wir vorbereitet. Dann denke ich mal, dass wir auch unsere Schiffe ein bisschen umdesignen sollten, denn wir sind jetzt nicht mehr auf so einen Gegner fokussiert, sondern sollten vielleicht ein bisschen wieder in so eine Allrounder-Situation reinkommen. Ich will vielleicht gar nicht so viel ändern, aber hier zum Beispiel werde ich mal anstatt einmal Raketen, einmal diese Materie des Integratoren mit reinsetzen. So. Das wollen wir überschreiben. Genau, die Zerstörer. Da machen wir das genauso. Da setzen wir hier einen von denen ein. Und hier, glaube ich, ändere ich.
die Tachyon-Lanze in den fokussierten Archenelementen. Ich finde ihn tendenziell besser, muss ich sagen. Also im Vergleich, einfach weil er flexibler ist. Er hat einmal 50% Durchschlagskraft Panzerung und ignoriert 50% der Schilde. Hat einen etwas geringeren Schaden, aber dafür eine Genauigkeit von 100%. Also im Vergleich würde ich im Zweifel dann den der Tachyon-Lanze vorziehen. Nee, der sieht es hier 90% Genauigkeit, aber eben nur Durchschlagskraft Panzerung und nichts gegen Schilde. Gut. Soweit dazu. Jetzt haben wir natürlich ein Leistungsproblem. Das ist ärgerlich. Sehr ärgerlich. Was machen wir da? Wir könnten eine Schildnummer kleiner gehen, um das zu kompensieren. Ja, dann sind wir bei 0. Warte mal, das rechtfertigt wahrscheinlich schon ein Prometheus 6. Was ist das denn? So, nochmal speichern. Und die anderen müssen wir jetzt löschen, diese Sachen. Und Prometheus 5 auch. Okay, wir sind bei den Kreuzern. Bei den Kreuzern kommt eine bisschen größere Veränderung. Da nehmen wir mal einen Schichtbrecher rein. Denn die sollen hier auch mal wieder Punktverteidigung bekommen. Irgendein Schiffstyp sollte das doch mitbekommen. Da haben wir zwar nicht so die beste Technik, aber das verbessern wir hoffentlich noch. So, und auch hier bringe ich den Materie-Desintegrator. Der ist wirklich gut für mittlere oder kleine Slots, wie ich finde, weil er eben die gleiche Flexibilität mit sich bringt mit der Durchschlagskraft, Panzerung und Schilde. So, der Rest kann so bleiben, wobei ich auch hier den Archen in Mitte dann reinnehme. Und wir sind bei minus 10. Wir müssen jetzt hier noch was bringen. Ich gucke mal. Schildkondensator. Ja, ich glaube, das machen wir hier nicht. Ich gucke mal, ob wir hier noch Schilde reinnehmen können. Oh Gott, das ist ja... Vielleicht geht das sogar anders rum. Ne, dann sind wir bei minus 10. Das ist ärgerlich. Dann, wie kompensieren wir das? Wir haben ja, wir haben ja einen kleinen. Das ist ja dann relativ simpel. Bei plus 5. So, sehr schön. Gut, hier haben wir auch nur die mittleren Schilde. Ach ne, da haben wir auch Stufe 5. Ne, alles gut. Okay, Bellona 7 ist das schon. Speichern wir. Und die 6 wird gelöscht. So, jetzt kommen wir zu den Schlachtschiffen. Da will ich aber eigentlich nur die Donner löschen. Und da machen wir es so, dass wir anstatt des Singularitätsrumpfes nehmen wir mal den Vergeltungsrumpf. Hier haben wir die Fokussierten schon drin. Genau, hier nehmen wir dann Bombergeschwader rein. Und bei den mittleren setze ich jetzt mal komplett auf die Materie des. Okay, dann müssen wir auch noch das hier unten hinkriegen. So, wir können erstmal hier noch einen Nullpunktreaktor reinsetzen. Sind wir schon bei minus 110. Mal gucken. Plus 10. Ich würde ja hier auch, glaube ich, noch gerne ein Schild setzen. Oder vielleicht können wir hier mal einen Schildkondensator machen. Mal gucken. Minus 40. Nee, das reicht nicht. So, plus 50. Und da setzen wir dann mal eine Panzerung rein. Plus 20, ja. Könnte man noch ein bisschen optimieren. Indem man vielleicht irgendwo eine billigere Sache reinsetzt. Ja. So. Das bleibt, glaube ich, alles so. Und dann sind wir bei der Pax 4 angelangt. Und das speichern wir und dann haben wir die Sache auch erledigt. Da haben wir die. Okay, die anderen lassen wir erstmal so, weil wir die erstmal im Moment sowieso nicht produzieren. Gut, die Sache haben wir gemacht. Ich weiß nicht, wollen wir vor dem Krieg hier gegen die da unten modernisieren? Bin nicht ganz so sicher. Wir werden mal auf jeden Fall die Flotte zusammenziehen, komplett. Jetzt doch. Ich habe mir das alles überlegt. Und zwar direkt dann schon mal hier hin und die anderen... Die können dann einfach
sich mit der vereinigen. Ich hoffe, das kriegen die so hin. So, das war die Geschichte. Jetzt wollen wir mal uns die Planeten angucken hier, ob wir da noch ein bisschen was machen müssen. Ah, ich habe schon wieder Takaram. Dem Sektor zugeschlagen. Das ist so blöd. Im Zuge dieser Ausweitung. Jetzt muss ich wieder Einfluss einsetzen, um das wieder rauszunehmen. Naja. So, das ist doof. Aber so ist es. Dann haben wir wieder unsere 5 und wir beginnen mal mit der Erde, ob man hier an der Oberfläche noch was machen kann. Ja, hier können wir die gleiche Operation machen mit der Nahrung. Wir werden hier die machen. Nein, das wollte ich eigentlich andersrum machen. Dann machen wir das hier nochmal. Naja, müssen wir jetzt... ist auch nicht so schlimm. Machen wir später. So, Calypso. Hier sind wir bei minus 1, da sollten wir also... auf jeden Fall noch mal ein bisschen was ausbauen hier an der Hydrokulturfarm. Vielleicht zur Sicherheit auch noch eine weitere. Und dann können wir noch das Kraftwerk erweitern und dann ist hier eigentlich alles in Ordnung. Wir haben hier eine Wüstenwelt. Druna hier unten in der Verwaltung dazu bekommen, weil sich da ein Sektor jetzt nicht so richtig lohnt. Was hier natürlich gut ist, sind jetzt hier die Androiden. Die Bergbau betreiben, das wollen wir stärken. Wie sieht es aus mit der Nahrung bei 0? Ja, wenn wir das einmal erhöhen, dann kann der da auch wachsen, vielleicht sogar nochmal. Und mehr ist jetzt erstmal hier nicht zu tun. Okay. Nova Roma. Hier ist einiges noch am Start. Grenzklinik. Ach, warte mal, hier in Falkvallam, da habe ich was gesehen. Guck mal hier, Sklavenentwicklungsabreinigung, Einrichtung, das brauchen wir eigentlich auch nicht. Das ersetzen wir mal durch... Was ist hier sinnvoll? Vielleicht ein Xenozoo, um die so ein bisschen fröhlicher zu machen. Das ist ganz gut. Militärakademie brauchen wir hier auch nicht. Das ersetzen wir auch. Da nehmen wir dann ein Mineralsilo mal hin. Gibt es hier noch Gebäude, die wir nicht benötigen? Monument der Reinheit ist sehr gut hier. Das andere ist auch alles gut. Wie ist denn hier eigentlich die Produktion? Sehr für... nicht schlecht. Nicht schlecht. Das sind die Kraftwerke. Grenzklinik ist auch wichtig. Ja, das ist doch ansonsten ganz gut ausgebaut. Okay, wir waren bei Nova Roma. Und was machen wir hier? Hier ist einiges noch möglich. Aber Nahrung interessiert mich jetzt hier, glaube ich, gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob wir Forschung... Ja, ich denke, die Forschung werden wir noch ein bisschen erhöhen. Aber erstmal die Energie. Und dann... Ach, hier ist auch noch Energie. Dann verbessern wir noch die Labore. Schaden kann es ja sicher nicht. Na gut, es kostet natürlich Energie. Das muss man auch bedenken. Aber im Moment haben wir mehr als genug. So, der Rest kann dann so bleiben. Und Neopolis, da haben wir eine planetare Hauptstadt. Das ist in Ordnung. Hier würde ich ja gerne auf diesen Mineralienfeldern die Androiden haben. Wie können wir das am besten mal organisieren? Ne, warte mal. Der ist noch gar nicht da. Dann werden wir mal hier einen bauen. Ein Androiden, genau. Das ist gut. Und dann verbessern wir das Ding. So, hier bauen wir dann ein Netzwerk einfach. Das erweitern wir. Der ist auch noch nicht da, aber ich kann ihn im Moment nirgendwo hinsetzen. Doch, da könnte ich ihn hinsetzen. Dann bauen wir hier auch einen Androiden. Erweitern das Ding. Und damit der beschäftigt ist, kommt hier ein Energiehub. Wäre ja hier auch möglich. Aber hier produzieren wir so gut wie keine Energie. Dann macht das wohl keinen Sinn. So, dann verbessern wir hier noch ein bisschen. Hier noch
Okay, und hier bauen wir dann noch ein Forschungslabor hin. Hier unten können wir noch verbessern. Und dann werden wir mal die Dinge entfernen. Ja, ihr seht, was hier alles aufgearbeitet werden muss. Okay, hier ist ja richtig viel zu tun. Gut, dann haben wir die abgearbeitet. Dann denke ich, können wir erstmal weiterlaufen lassen noch ein bisschen. So, unsere Flotten sind natürlich jetzt verbannt. Machen sich aber hoffentlich trotzdem auf den Weg. Und das Forschungsschiff, oh, das hat gar keine Arbeit mehr. Das müssen wir ändern. Wo sind denn jetzt hier noch die offenen Dinger? Hier, Nuranka, Forschungsprojekte im System. Krimdor, Forschungsprojekte. Utauri, Forschungsprojekte. Und hier, und da ist, glaube ich, nichts mehr. Gut, dann kann das losfliegen. Und wir haben ein Konstruktionsschiff irgendwie dazu bekommen. Oder mehrere. Kann das sein? Envil? Ach ja, das ist, glaube ich, von den Sektoren, die wir aufgelöst haben. Das ist eigentlich Quatsch. So viele brauchen wir nicht. Werde ich auflösen. Und kann ich mit dem hier noch was anfangen? Wo ist das? Hier unten. Haben wir hier unten noch was zu tun? Hier ist ein Laser, aber das ist nur eine minimale Forschung, die will ich gar nicht ausbauen. Nee, mir scheint so, als wäre dem nicht der Fall. Ah, hier oben, Rutauri, Bergbaustation. Da kann er noch hin. Okay, gut, dann aber können wir ein bisschen weitermachen. Und als nächstes steht dann in der Tat dieser Krieg an gegen die Janatis, aber... Da will ich erstmal die Flotten in Ruhe da hinbringen und zusammenbringen. Und dann wollen wir mal sehen. So, sie fliegen mal wieder kreuz und quer. Nervigerweise. Weil sie sich irgendwie komisch mit den anderen vereinigen wollen. Wissenschaftler Stufe 5, das ist in Ordnung. Die zweite soll eigentlich auch mit der ersten zusammengehen. Ja, es ist ein weiter Weg dort unten hin. Dann können wir die eigentlich auch schon mal dahin bringen. Construction complete. So, ein Defensiv. Bündnis in der Ferne, eine Forschungsstation gebaut, Bau abgeschlossen. Genau, wir müssen jetzt hier am Ball bleiben. Vielleicht mal ein bisschen langsamer. Wir müssen bei den Raumhäfen am Ball bleiben. Hier, na, wir bauen doch mal die nächsten Verbesserungen. Weil wir auch die Zusatzelemente dort alle brauchen. Kreuzer werden weitergebaut. Zerstörer werden weitergebaut und hier die nächste. Ah ne, die brauchen wir hier gar nicht. Wir bauen hier schon, aber das könnte man auch noch verbessern, hier den Korvettenbau. So. Ach nee, komm, lass den Mist. Hier brauchen wir ja schon wieder, was sie wollen. Die Sektoren. So. So, unsere große Flotte ist bald da. Was macht die andere? Ah, die nähert sich. So, jetzt scheint das so ein bisschen zu klappen mit dem Zusammenlegen. Und da sollten wir wieder so knapp... Wo fliegst du denn jetzt hin? Warum machst du das? Construction complete. Die fliegen da jetzt im Kreis. Hallo?
Echt absurd. Construction complete. Debris analyzed. Die will sich mit der zusammenlegen, die mit der und deswegen fliegen die alle im Kreis. Naja, ich dachte, ich versuche es nochmal, aber es funktioniert einfach so nicht. Also zumindest, wenn es schnell gehen soll. Ich meine, wenn es egal ist, dann kann man das so machen. Aber wenn es schnell gehen soll, dann muss man immer die einzelnen Zusammenlegungsbefehle geben. Das hilft sonst nicht. So, die ist zusammengelegt. Sehr schön. 24.000. Ich überlege so ein bisschen, ob wir jetzt vielleicht die Flottenverbesserung hier schon machen sollten oder ob wir diesen Krieg ohne führen können. Aber ich denke, das können wir locker. Mit 30.000 sollte das kein Problem sein. Wir gucken mal, was die eigentlich hier zu bieten haben. Erbärmlich. Flottenstärke, Kapazität, erbärmlich. Ja, das ist kein Thema. Interessant, können wir uns unter Hisma und Koalition auf Taram. Okay, das betrifft uns Gott sei Dank nicht. Ich hatte jetzt schon einen Schreck bekommen. Nein, das ist jetzt kein Problem. Gut. Dann haben wir noch eine beendete Forschung. Die nächste Gauss-Kanone A, die hätte ich vielleicht jetzt auch mal in Betracht ziehen können. Und wir haben einen neuen Armeetyp. Androiden-Armee. Sturmfeuer-Autokanone. Die verschiedenen Autokanonen. Tja. Androiden-Armee. Aber ich glaube, die Gen-Armeen sind deutlich besser, oder? Wie mir scheint. Ja, ich tendiere fast dazu, hier mal unsere Mineralisolierung hier zu erforschen, dass wir noch stärker werden bei der Mineralienproduktion. Das hatte sich im Krieg als Engstelle erwiesen. Wobei, ich sehe gerade eigentlich auch das Energiethema ist ein Riesenthema. Aber ich glaube, wir stärken doch oft diese Art und Weise unsere Wirtschaft. Machen wir das so. Oder was ist das, hä? Ich soll hier auswählen. Ach, wir machen das schon. Ach, das ist. Ah, alles klar. Das war wieder nur die Info, dass wir durch Trümmeranalyse. Das war jetzt Mist. Dass wir durch Trümmeranalyse da was erforscht haben. Und ich dachte, wir müssen die Forschung ersetzen. Da fällt mir ein, dass diese Androidenarmee wirklich nicht so toll ist. Was habe ich da gemacht? Das vergleiche ich jetzt doch nochmal. Dann können wir das nämlich abbrechen. Eigentlich ist das ja dann Schwachsinn, jetzt hier noch so lange rumzuforschen. Also 3 bis 6 Schaden und Moralschaden 3 bis 6, Gesundheit 500, Moral 200. So, jetzt gehe ich mal zu unserer Genarmee. Der Schaden, boah, fantastisch viel größer. Ja, also das ist totaler Quatsch, dass ich das jetzt da erforsche. Das verändern wir. Das verändern wir. Forschung ändern. Nee, kann ich das nicht. Doch, kann ich doch. Gut. Und es ist auch gleich, der ist so frustriert, dass ich ihn da abgezogen habe, dass er gleich gestorben ist. dann machen wir das, was ich eben gesprochen hatte. Und wir brauchen einen neuen Mann. Und wer ist denn hier verfügbar? Okay. Die hatte ich ja gar nicht mehr im Blick. Wieso ist die doppelt hier möglich? Was ist das? Die hat sich die geklont? Schaut euch das mal an. Das ist ja merkwürdig. Aber hier ist alles möglich beim Grünen Frieden. So, also wir sind einigermaßen hier mit der Flotte soweit. Wieder stehen wir ganz gut da. 30.000. Viele Nachbauten. Ich denke, als nächstes steht denn die Kriegserklärung gegen diese hier an. Das ist aber eine reine Formalie. Wir sind aber schon 91. Das heißt, in 3 Jahren ist es schon soweit, dass uns hier das galaktische Direktorat der Inari schon den Krieg erklären könnte, wenn sie das wollten. Das heißt, wir müssen dann jetzt mal das nächste Mal hier wirklich mit unseren Raumhäfen vorankommen und die jetzt darauf optimieren, was wir hier wie bauen wollen. Also wir haben jetzt eine große Produktionsstrecke und die müssen wir dann auch irgendwann in Gang bringen. Die Mineralien sollten wir eigentlich jetzt haben dafür. Mit der Energie 108, na gut, wir sind jetzt auch im Einsatz. Könnte es vielleicht ein bisschen knapp werden. Mal schauen, vielleicht müssen wir
doch noch den einen oder anderen Sektor mehr auf Energie umstellen. Ist ja jetzt sehr mineralienlastig, das Ganze. Okay, das sehen wir dann in der nächsten Staffel. Jetzt erstmal Schluss für dieses Mal. Ich freue mich darauf, wenn es weitergeht. Ich bin gespannt, ob wir hier bestehen können. Denn es gibt durchaus hier sehr starke Fraktionen noch. Ja, und wir haben ja noch ein bisschen was vor. Also ich denke, der Schlusspunkt dieser ganzen Kampagne wird dann der Angriff auf die Vormacht der Fafossan sein. Vorher will ich aber die unsere Nachbarn so weit zurückstutzen, dass sie keine Gefahr mehr darstellen. Das ist so ein bisschen der Plan. Und natürlich die Anbitten, die müssen ja auch noch endgültig besiegt werden. Das sollten wir auch nicht vergessen. Wobei sie hier ziemlich dämlich, wie es aussieht, immer hin und her fliegen. Wir haben ja Gott sei Dank noch unser Spionage-Forschungsschiff hier drin stehen. All das also in der nächsten Staffel. Bis dann, macht's gut. Euer Steinwallen.